Servus, mein Kristallbohm, Luca geht an den Start. Heute werde ich euch meine Skins zeigen, nämlich meine OG-Skins und auch meine ganz normalen, wie ihr da sehen könnt. So, das ist der erste. Eine dunkle Vorhut. Raven. Raptor. Finde ich auch sehr nice. Rote Ritterin. Abtru. Flügelmann. Das ist der PlayStation Skin. Also entweder da kann man eine PlayStation kaufen oder einen Controller. Das ist School Trooper, den gibt es in grün und in weiß. Oder manche haben ihn auch in lila. Dann Fußballskin, Waffenexpertin, die rote Vorhut. Jetzt kommen wir zu normalen Skins, nämlich zu der. Schaut irgendwie so aus wie heißt die. Das ist ein Wild West Skin, wie man sieht. Das ist aus Season 4. Das ist ein Dings. Wie heißt der? Carbide heißt er auf jeden Fall, aber das ist so ein Superheld. Dann haben wir die. Der männliche Version auch von ihr. Dann Eisige Rote Ritterin, Eisiger Liebesranger, Eisiger Raven, Eiskönig, den können wir auch in verschiedenen Farben. In Rot schaut der mächtig aus, aber in Gold mag ich ihn halt. Dann der Ninja oder so, John Wick aus den Filmen, wie ihr wisst. Vielleicht kennen den Film ein paar von euch, ich nicht. Dann Follow, auch das ist auch eine Superheldin. Dann den kann man weiß oder schwarz. Dann den kann man ganz verschieden machen. Das ist nämlich so ein Piratenskin. Sieht irgendwie sehr komisch aus. Warte, da. Rocks. So ein Skin von Mensch auf Roboter, also so ein zukunftsreicher Skin. Dann so ein normaler Skin, ganz normal. Dann Ragnarok, da habe ich auch jede Stufe freigeschaltet. Der war, glaube ich, Season 3, nein, war er nicht. Der war Season 5, glaube ich, drinnen. Ragnarok. Das ist eine Katze. Auch einer meiner Favoriten-Skins. Weil die Katze, ich mag Katzen sehr. Oh, den habe ich vergessen. Das ist auch ein OG-Skin. Der da. Ich habe vergessen, dass der ein OG-Skin ist. Dann den kann ich auch verändern, aber den habe ich nicht voll freigeschaltet. Aber in Gold schaut der cool aus, so schaut er nicht so cool aus und so auch nicht. Ich mag den Skin. Dann einer vom Feuerpaket ist der Skin und der Skin. Dann ein Skin aus ein Battle Pass, aus welchem weiß ich jetzt auch wieder nicht, weil so schnell vergesse ich alles. So schnell kann es gehen und ich habe schon wieder was vergessen. Dann die ist eine vom Raubzug, also von dem Modus Raubzug. Da habe ich ja auch mal ein Video drüber gemacht. Dann Mr. Lama. Und halt No Skin auf dem Lama. Sehr lustig. Dann Blauer Razor. Das ist auch ein OG Skin. Warum vergesse ich alle? Lol. Aber du, Bunker Jones.
Das ist eigentlich ein No-Skin, aber der wurde bearbeitet von Epic Games. Und dann halt Dings. Dann wurde er halt so gemacht. Also ein No-Skin schaut jetzt anders aus. Wer den Trailer von Season X oder nein, Season 9 kennt, weiß, warum der so ausschaut. Ich kann das jetzt nicht gut erklären. Dann der Skin. Auch mit Stilbearbeitung. Oh, jetzt habe ich den ausgewählt. Kobold. Das war ein PS Plus Skin. Finde ich gar nicht so schlecht. Oder kein PS Plus Skin. Das war ein 5 € Skin, glaube ich. Dann der Defensiv-Tackle. Da kann man die Mannschaft auswählen. Und die Nummer natürlich 19, weil LG 19, Local Gaming 19. Passt. Dann Demi. In Schwarz habe ich die gar nicht. Lol. Muss man da machen? Ah ja, die Bonus-Herausforderung habe ich nicht geschafft. Ja. Dann DJ Lava. Sehr nice das Skin. Dann Düsternis. Auch nicht schlecht. Ember. Habe ich auch nicht die Bonus-Herausforderung geschafft. Dann der Hase. Ui, hallo. Ich drehe mich. Dann Gipfelsturm. Grint. Stil kann man auch bearbeiten. Der ist auch sehr, sehr nice. Er heißt Hohlkopf. Jägerin. Dann sie. Gibt es auch Bonus-Herausforderungen? Habe ich alle vergessen? Der ist auch nice. Soll auch einen Superheld darstellen. Den weiß ich jetzt nicht. Dann, wer meine alten Videos kennt, der Osterhasen-Skin. Und da ist Marshmallow schon dran. Mello. Hier ist auch ein seltener Skin, aber kein OG-Skin mehr. Weil ich sehe noch Leute, die haben den wirklich. Dann Rock. So ein Polizeiskin. Wenn man das sieht, die Marke, kann man nicht wirklich lesen. Dann Rambock. Ja. Pulsfeuer, habe ich da das andere? Ja, da habe ich beide. Wenigstens hier. Dann der Skin. Auch so ein Tomatenkopf-Skin. Dann die kann man auch bearbeiten. Das ist aus dem Battle Pass Season 3. Das weiß ich noch ganz genau. Und der genauso. Kann man genauso machen. So. Normal, im Battle Pass war es so. Aber dann in Season 10 konnte man das dazu machen und das. Was ich ehrlich gesagt sehr cool finde. Dann der, da habe ich das andere. Da unten habe ich noch nicht das Weiße. Warte, so. Jetzt sind wir hier. Rote Rächer. Die Augen schauen cool aus. Dann Rotkäppchen aus dem Märchen. Rotstreifen. Banane. Der Bananenskin, Leute. Na, 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 na. Der Bananenskin. Und da. So schaut er eigentlich normal aus, aber man kann so machen oder so. Ich finde so sehr cool. Dann so ein Dings-Skin, also so ein Skin, was
So ein Skin, was Dings, so ein Rettungsschwimmer-Skin. Dann ein Strampler. Ja. Da hätte ich auch Missionen machen müssen. Habe ich aber auch nicht geschafft. Hier genauso. Stratos finde ich nice. Das ist so ein Polizeiskin. Nicht schlecht. Dann Zoe. DJ. Wunder 3R. Kann ich so machen. So. So. War alles noch nicht freigeschaltet. Schließen epische Kleider. Das ist auch ein nicer Skin. Das habe ich. So nicht. Aber was für Muskeln hat der? Naja, upsie. Den kann man auch bearbeiten. Aber auch kein schlechter Skin. Dann der da, der Wookie. Trog. So oder so. Wie man dann will. Dann die. Kann man auch bearbeiten. Okay, dann Finsterbomber. Ich weiß gar nicht, ob das selten ist. Chili. Hoppe. Kann man auch bearbeiten, nämlich so oder so. Dann der. Auch so ein Polizeiskin. Sie, das war ein 5-Euro-Skin. Team Blau Anführer. Das war mein allererster Skin. Die da war mein allererster Skin. Blitz. Hier Chris Trooper. Barstella. Und Nachtlicht. Das war's mit den Spind. Aber ich möchte euch noch was sagen. Nämlich derzeit. Also die Videos werden weiterhin kommen, aber ich werde weniger Videos machen, vielleicht einmal pro Monat, einmal pro Woche oder halt einmal pro 2 Wochen. Ein Livestream wird jede 14 Tagen kommen, wenn wir Zeit haben. Dann besucht unser Discord, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und was ich noch sagen wollte, die Videos kommen häufig von meinem Vater. Ich werde jetzt nicht so viele Videos machen, weil ich halt in Dings bin. Also ich habe hier noch Schule und deswegen kann ich das nicht so viele Videos jetzt machen. Eigentlich war es das schon mit dem Video. Like da und ein Abo. Abonnieren auch nicht vergessen und auf meinen Discord zu kommen. Ciao!